Hallo Leute, es geht weiter mit The Walking Dead 400 Days ohne unseren Russell. Den haben wir jetzt schon im ersten Part gemacht, die Geschichte. Ich habe euch gefragt, wen ihr als nächstes wählen wollt, da ich in den YouTube-Videokommentaren keine Antwort bekommen habe, aber bei Facebook schon, nehme ich deswegen jetzt Shell, denn dafür haben die Leute bei Facebook gestimmt. Finde ich gut. Und wehe, ihr stimmt nicht bei den nächsten jetzt mehr ab. Ihr sollt doch ein bisschen mithelfen hier. Und dass ich nicht immer alles alleine entscheiden muss. Muss ich doch sowieso schon immer. Wäre also super, wenn ihr da vielleicht auch in die YouTube-Video-Kommentare da mal drunter setzt, wen ihr denn nach Shell gerne wollt. Wir nehmen auf jeden Fall Shell und ich wurde ja etwas verunsichert, was die Entscheidung am Anfang des Spiels betraf, von wegen ja, diese Entscheidungen irgendwie, ob ich das will oder nicht, ich weiß auch nicht, ich habe das halt nicht richtig kapiert. Und da habe ich mir gedacht, jetzt wo Russell weg ist, kann ich ja auch meinen alten Spielstand wieder nehmen. Also sind wir jetzt wieder im alten Spielstand, alles wieder gut, alles wie vorher. Ich muss mir also keine Gedanken darüber machen, ob jetzt irgendwelche zufallsgenerierten Entscheidungen Einfluss haben oder nicht oder wie auch immer. Ja, weil alles so ist wie immer und deswegen würde ich sagen, fangen wir mal einfach an oder beginnen wir mal mit Shell und tauchen ein in ihre Geschichte. Sie sieht ja so ein bisschen nach Partygirl-mäßig aus, zumindest das Foto. Wolltet ihr deswegen Shell? Ihr kleinen Partymäuse da draußen? Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich war das Interesse groß. Was steckt hinter diesem Foto? Wir werden es herausfinden. Shell, Tag 236. Hey Shell, your sister's getting pretty good, huh? Becca had a good teacher, Steph. Thank you for doing that. She needs something to focus on besides, you know, everything else. Yeah. Growing up in a world like this, what do you think that does to a kid? Ich versuche sie abzuschirmen. Sie verändert sich bereits. Ich weiß nicht. I'm trying to protect her from it as much as possible. Things are stable here, for now. I wanted to grow up with this, not what's outside these walls. Becca's a good kid. These are shit times, and she's gonna go through that. But if we can keep her from experiencing some of the shit I've seen... Thanks, Stephanie. Thanks. Becca, that was great. Thanks, sis. You think we can do something like this every week? Solange es uns einverstanden, das ist eine gute Idee. That sounds like a great idea. Maybe we can all get in on it, like some kind of weekly talent show. That was amazing, Becca. We could all use a little more music in our lives. Did I ever tell you that I used to play in a band? Yes, Roman, you've told us. She doesn't want to hear about it again. All right, all right. In that case, let's get back to work. Oh, and thanks to Boyd's hard work on the vegetable garden, we're having fresh soup tonight. Okay, let's get to it. You want to help me and Shell do the supply inspection? Cool. You check the flashlights this time. I'll look over the guns. Ich will nicht, dass du an denen rumbastelst. Okay, aber sei vorsichtig. Das glaube ich weniger. Okay, but be careful. People's lives depend on those. We can't have them screwing up because we got lazy. Shell, when you get a sec, meet me out back. Help me feed the watchdogs. Sure thing. Mm-hmm, okay. Ugh, these knives are looking pretty ragged. Don't worry, they're on our list. Hmm. Ja, wir sind hier mit einer ganz anderen Truppe diesmal. Wieder Leuten, die wir nicht kennen. What? Nothing. What did Roman want? I don't know yet. Are you gonna find out? Yeah, in a sec.
Mm-hmm. Huh. Still one short. We never found the other flashlight? Nope. Still in the cornfield somewhere, I guess. Mm-hmm. You guys need help? Nah, we got this. Right, Becca? You go ahead and help Roman out back. Alles klar. Wir haben hier aber auch noch irgendwie ein Foto. The diner looked pretty nice back then. That's because they used to pay people to clean it. Also not as many dead visitors back then. Das Ding ist irgendwie, dass mich das Diner gerade voll an das Diner erinnert, wo wir gerade reingeschlichen waren, im letzten Part mit Russell und diesem Stan oder wie dieser Blödkopf hieß. Hm. Aber das wird nicht dasselbe sein, oder vielleicht doch? Tja, mal gucken. Did you ever find out what happened there? No. Roman said it was like this when he and Stephanie found the place. Could be anything these days, though. Ah. Still, better not to think about it. Dann ist es das Diner und das Blut, was hier ist, ist von den Leuten, die hier gestorben sind, und zwar die von Russell. Das ist ja fresh, dass wir dann hier voll den Part zufällig, also Shell ausgesucht haben, weil das ja jetzt zusammenhängt. Das ist gut, dann hat man das immer so ein bisschen frisch im Gedächtnis noch. Ja, nur wissen wir leider ja bis jetzt immer noch nicht, wer da erschossen wurde, ne? Hm. Kannst du nicht hier langlaufen? Ach so, ich dachte, sie kann da hinten durch. Ja, oder nicht? Kannst du da durch? Ja. Nochmal hier alles angucken, bevor ich rausgehe. Aha. Hey, Becca, think we should start charging for the inspections we make? Oh, yeah. Then we can spend all our money at nowhere. Okay. Oh, es passiert bestimmt gleich wieder, was ist doch immer so. We should do an inspection on these. Make sure they all work. Mhm. Ja, also die wollen das alles so ein bisschen natürlich absichern, wenn die schon in der Gruppe hier sind, ist klar. Glad we thought to bottle our water before it ran out. Alles, was ja überall, wo eine Gruppe ist und überall, wo man sich gerade aufhält, muss es ja abgecheckt werden. Man weiß ja nie. This hasn't worked in a long time. Hm. Was ist mit hier? Sagst du dazu was? Bisschen Knabberkram? Nimmt sie nicht, okay. Boah, wenn ich immer was zu essen in so einer Apokalypse finden würde. Einfach immer gleich reinstopfen, wenn es geht. Echt, Hauptsache ein bisschen Kalorien zu sich nehmen. Ich bin auch immer so ein hungriger Mensch. Ich bin auch so ein Mensch, der, ja, wenn er wirklich dann nicht irgendwann bald was zu essen kriegt, dann fühle ich mich echt blöd. Ich weiß gar nicht. I don't miss going on raids for this stuff. Mhm. Kann ich ja auch verstehen, auf Raubzüge, wer will da schon immer gehen. Ist schön, wenn man mal irgendwo hinkommt, wo ein bisschen wenigstens was da ist. Aber ja, ich wüsste gar nicht, wie ich das überleben sollte, ganz ehrlich. Also man muss sich dann, glaube ich, schon echt an ein Hungergefühl gewöhnen. War klar. Oh, you scared me. He's hungry. Guess he knows it's feeding time. Er ist kein Tier, ekelhaft. It's not an animal, Roman. Well, it's not human either. Not anymore. You know, your sister said she wouldn't mind doing this. Roman, we've talked about this. Becca doesn't need to deal with this kind of thing. Listen, I know you think that giving her an easy life is what's best, but it's really not. Das ist kein gutes Leben. Ich weiß, es kann... It's better than the alternative. I'd rather she have a shorter, happy experience in this world than one full of fear and death and horror. As long as she knows how to protect herself, it's fine. I don't want her to stop caring about people. Okay. What's that one eating? I don't know. I'll check it out. I gotta get back out front. Looking forward to that soup. Wie, die wissen nicht, was das der Walker da hinten frisst. Oh ja, ich wollte da doch jetzt gar nicht nochmal lang. Jetzt entspannt euch mal hier. Ach so. Gut, immer, nur wenn ich überhaupt in diese Richtung gehe, geht er ab. Alles klar, dann gehe ich eben hier lang. Ich habe ein bisschen Schiss vor dem, was die da hinten frisst. Oh Gott. Okay. Ein Hund?
Moment mal, wenn ich mir die beiden hier so angucke. Wenn ich mir die beiden hier so angucke. Bei ihm weiß ich das jetzt gerade nicht so richtig. Er sieht irgendwie so nach Polizist aus, wenn ich das richtig erkenne. Aber sie sieht definitiv nach der Oma aus bei Russell im Diner, die da gestorben ist. Deswegen sind hier auch die Zombies. Aber wer ist dann er? Oder vertue ich mich und der ältere Mann von dem Russell-Part im Diner, der die beiden angeschossen hat, also ja, der die beiden anschießen wollte und loswerden wollte, das ist ein Polizist gewesen, oder? Also, aber die ist es hier auf jeden Fall. Ja, ja, ist gut, entspann dich. Ich habe nur nachgedacht. Okay, sie frisst einen armen Hund. Was ich echt schlimm und eklig finde, aber natürlich, ja. Ich kann jetzt nicht sagen besser, aber es ist, ist alles nicht schön, sagen wir es mal so. Ich bin ein sehr tiellieber Freund. Man kann nicht sagen, das eine ist besser als das andere, aber naja. Man kann vielleicht doch auch nicht ein Tier mit einem Menschen vergleichen. Dann gehe ich jetzt wieder zurück und finde das alles als Shell total blöd hier, oder? Weil da hinten konnte ich doch nicht lang, oder? Ich bin doch da jetzt schon lang gegangen. Ich wollte die Nummer ansprechen. Ich wollte nur mal ausprobiert haben, ne? Hallo, wie geht's so? Nee, hier war die Absperrung und... Oder kann ich da hinten einfach rum? Nee, habe ich schon probiert, alles klar. Dann gehe ich wieder zurück und... muffe vor mich hin. Die Geräusche auch von dem, was die da essen. Igitt. Echt eklig. Oh, Jesus, don't ever fucking do that again! Whoa, what's your problem? I do this all the time. Tut mir leid, ich sah eben etwas traurig. Lass mich einfach in Ruhe, es ist nicht sicher draußen, andere. You can't go jumping out at people, not anymore. It's not safe. But... what if I had a weapon? I could have thought you were a walker. What are you talking about? I just saw our walkers out back eating a puppy. A puppy? Yeah. I guess it just got to me. You know, it was so little. You don't think about babies anymore, but after a while you just kind of accept this is it. Yeah. I guess you kind of forget. Right? But then, you know, there it is. You see it and you want to protect it and now it's gone. That sucks. Maybe if Clive dies next, we can put him out there instead. He'd make a better watchdog anyway. Becca. Shell! Becca! Something's going on outside! What is it? I don't know. Something bad. We gotta find Roman. Okay. Come here, everyone. Shit. Come on, we gotta find Roman. This month. Oh, nein. I'm so scared to be bad. Jesus. Largum. My God, what did you do? All I did was put on the blindfold and bind his wrists. Somebody else beat him up. He already had the cuts and bruises. Watchdogs caught him trying to steal supplies. Is he bitten? No, they didn't get that close. Was hat mitgenommen? Wer ist Hat jemanden verletzt? Who is he? I got no idea. I don't think he speaks English. I can't believe he just snuck in. The second break-in we've had in the last couple of weeks. Last time we couldn't catch him. They got away with more medicine than we could afford to lose. Well, we all know what it's like trying to survive out there. He just came in here for food. Let's just give him some. We'll send him on but his way. But what if there are more of them? He could have been scouting. That's right. Wir könnten ihn bleiben lassen. Wir sollten ihn einfach gehen lassen. I think we would have seen them by now. I mean, nobody travels alone by choice anymore, right? We can't take the risk of letting him go, but why not let him stay? I guess that would be okay.
We could always use more hands keeping the place secure. Boyd, we don't need any more people here. And look at him. Can't even speak English. This group works because we know how to communicate. Das ist rassistisch. Wir können etwas für ihn finden, damit helfen kann. We can find a way for him to help. Well, he's not staying here. You let in a stranger and everything starts breaking down. The last time we did that, we lost Bree. And then Vernon with that goddamn boat. And all because some stranger lied and told us he had medicine. Can't trust nobody. I agree. Keeping him here is not an option. In his condition, he'd be a drain on our resources. Look, we all know what we're talking about here, so let's stop dancing around it. We either let this guy go and take our chances, or we kill him. Du hast recht, entweder oder. Fick dich, Roman. Ist das dein Ernst? Jesus Christ. Are you serious? Roman's right. It's gotta be one or the other. We're letting him go. It's the only right thing to do. I'm telling you, we can't do that. But killing him? Is that really the answer? Stephanie, Boyd, you two don't think we should kill him. We know where Joyce and Clive stand on the subject. You're the swing vote here, Shell. What's it gonna be? Lass ihn frei, töt ihn. We have to set him free. We can't. He's not even armed. We can't just kill him. This isn't in self-defense. Isn't it, though? If it means he can't come back to hurt us? That isn't the same thing. But last time... Joyce, that was a long time ago. If we kill this man, then we're giving up a part of ourselves that we can never get back. I'm not ready to let that go. Cut him free. I hope you guys know what you're doing. Give him some food. Three or four cans. Just as a gesture of good faith. We'll get him out of here. I don't know if you can understand a word I'm saying, but you better understand this. You came this close to death today. And if you ever, ever come near this place again, or tell anybody where we are, you'll wish you had died today. Tag 259. Habt ihr das mitbekommen gehabt? Mit Bree und so, habt ihr das mitgekriegt? Heftig, oder? Do you have any sevens? Yep. I miss playing guitar for everyone. It was stupid, but fun. Why don't we do that anymore? Since the attack, there's a lot we don't do anymore. I shouldn't have let that guy go. Boyd would still be alive and everything would be the same. Boyd agreed it was the right thing to do. Anyway, Roman's obsessed with keeping this place secured now. Scheiße. You know that's impossible, right? Well, after last time. Roman isn't taking any chances. Then he should fix the loose board behind the storage lots. Becca, are you sneaking out again? Erzähl es niemandem sonst. Hat dich jemand gesehen? Did anyone see you leave? No, no one saw me. You've got to stop doing that. You're gonna get us both in a lot of trouble. I don't see why it's such a big deal. We had another break-in just last month. Becca, you know what it means if someone were to see you and follow you back here. No one is following me. There's no one else out there. Shell, I need to talk to you. It's open. What's going on? Hey, Becca. Hey. When you get a sec, I need you to come out and talk to me. It's important. Okay. I'll be outside. You'll see me. Gib uns einen Moment. Geht es Becca? Give us a minute. Yeah. Just don't take too long. What was that all about? Keine Ahnung. Probably nothing. Don't worry about it. He said it was important. Yeah, well, these days everything's important to Roman. Stay here. It'll be just a minute. I'll fill you in when I get back.
Ja, schon krass, dass die anderen Bree und so erwähnt haben und das Boot und so, weil ich meine, das bedeutet, dass das Ganze hier mehr oder weniger danach oder parallel zu The Walking Dead dessen Staffel spielt. How come no one's watering these? Hält wohl keiner mehr für wichtig. Mhm. Sehr trübselig. Naja, das Meer halt. Also das Meer ist nicht trübselig, aber auf dem Bild, weiß nicht, sollte das es... Ich weiß gar nicht, was es darstellen sollte. Ist ja auch nicht wichtig. Wir gehen mal weiter. Was mit Joyce? Sprechen wir die mal an. Joyce, do you know what's going on? I don't know if I should say anything. Please, what is it? They caught Stephanie stealing and then trying to escape. Oh my God. What are they gonna do? I don't know. What can we do? I'll go talk to Roman. We'll figure it out. Pitts Market. Ja, ich habe gerade ein bisschen Schiss, dass ich den Typen nicht erschossen habe, wobei mein Gewissen, ja, ich hätte es tatsächlich so entschieden, glaube ich, weil jemanden einfach kaltblütig zu erschießen, liegt jetzt nicht in meiner Natur. Und deswegen hatte ich mich dafür entschieden, ihn gehen zu lassen, wobei ich natürlich mir im Klaren bin, dass das nicht gerade die sicherste Alternative war. Aber das waren die zwei Alternativen, die mir gegeben wurden. Ich musste ja entscheiden zwischen entweder ihn gehen lassen und das Risiko eingehen oder ihn direkt erschießen. Hätte man die Wahl gehabt, ihn im Auge zu behalten, ne? So, du gehörst jetzt zu uns, dafür darfst du hier bleiben in der Gruppe und was essen, dann hätte ich mich dafür entschieden. Aber so, ja, Roman? Schlecht gelaufen. Good. You're here. I heard about Stephanie. I'm sorry. What are you gonna do? You know what we do. What happened? We caught her trying to escape. Na und? Vielleicht war es anders. Well, so what, Roman? Ever since the incident, this hasn't been an easy place to live in. If she doesn't want to stay, let her take her chances out there. Well, A, she had most of our seeds, medicine, and ammo with her. And B, you know we can't let anyone leave who knows where we are. She screwed us, Shell. All of us. And now we're in that position again where we can't keep her here and we can't let her go. You do know why I'm telling you this, right? Nein, es spielt keine Rolle. Du willst, dass ich es erledige. No. You and Boyd were the ones who fought to let that guy go. Convinced us all to take that chance. Well, we did. And it was wrong. And now Boyd is dead. We're beyond the luxury of taking chances now. And I need to know that you're with us 100%. Lass uns zuerst mit ihr sprechen. Ich werde es tun. Aber sie ist eine von uns. But she's one of us. This is different. No, she's not. Not anymore. She tried to sneak out and leave us without any medicine or extra ammo. She knew that could mean the death of any one of us. You got your gun? It's in the camper. I'll give you a few minutes to get your head together. Hey, Leute. God, what do I tell Becca? Ich kann doch nicht... That's up to you. Whatever you say, I'll back you up. Ich möchte sowas nicht machen. Das ist totale Unterdrucksetzung. Voll das Machtregime, irgendwie. In der Gruppe zu sein und dann... What's wrong? Am I in trouble? Du wirst es nicht gerne hören. Es ist nichts, worum du dir Sorgen machen müsstest. Stephanie wollte fliehen. It's Stephanie. She stole a bunch of supplies and tried to escape. Oh my God. What the hell did she do that for? Roman says we have to... Kill her? Yeah. Why would she do this to us? Sie hat einfach Angst, sie hat einen Fehler gemacht. Spielt keine Rolle, sie hat getan, was sie getan hat. She's just scared. She made a mistake. That'll be her last mistake. Becca, Stephanie is your friend. Was my friend. Wow, okay. Roman wants me to do it. I'm sorry. Let's just get it over with. Your gun's over there, in the drawer. Das ist nicht mein Ding.
echt, Leute, also das ist nicht mein Ding. Fühle ich mich nicht wohl mit. You know, we don't have to do this. We can just go. What? We've survived on our own before. If we just go, we can be out of here before anyone can do anything about it. Are you crazy? Where would we go? There's nothing out there. As long as we're here, we're safe. The group will protect us. Welche Gruppe denn? But for how long? I don't know. Longer than we'd survive out there. Besides, you know the rules. If we try to leave, Roman will hunt us down. We don't have a choice. This is who we are now. I don't want this to be who we are. Just let me do it then. Ganz fiese Sache. No, I'll do it. You shouldn't ever have to do something like this. I just need a second. This really sucks. Yeah, it does. Shell, it's time. Fahr ab. Stephanie totschlagen. Mein lieber Schwan, danke, dass ich sowas hier gerade entscheiden darf. Aber ganz ehrlich, da ist eine angebliche Gruppe und irgendjemand entscheidet sich, ein paar Sachen einzupacken und einer fleckt mich am Arsch, ich gehe und wird damit gleich zum Tode verurteilt. Das ist ja für mich tatsächlich, bin ich ihrer Meinung, was anderes, als wenn ein Fremder auf einmal dazukommt, obwohl der genauso unschuldig sein kann. Jemanden einfach umzubringen, wenn es nicht gerade Notwehr ist, ist nie mein Wille. Ich habe ein bisschen Angst, dass wenn ich sagen würde, fahr ab, dass wir dann getötet werden. Davor habe ich Angst. Dass ich dann mit ihr draufgehe oder so ein Scheiß. Weil wir quasi dann dasselbe tun wie diese Stephanie. Und man sieht ja, was das für Konsequenzen schon hat. Davor habe ich ein bisschen Angst. Was passiert, was wir für Konsequenzen haben. Ich wünschte, ich könnte gerade mal wieder in die Zukunft gucken. Stephanie totschlagen. Scheiße. I don't ever want to put you in danger. If that means this is what we have to become, then it is what it is. I'm sorry. Me too. Das ist nicht schön. Keine Ahnung, was passiert wäre, wenn ich gesagt hätte, wir fahren ab. Keine Ahnung. Verlorenes Paradies habe ich bekommen. Das war die Geschichte von Shell. Ich bin unschlüssig. Unschlüssiger als bei Russell, muss ich sagen. Ich hätte gerne gewusst, ja, was passiert wäre, wenn wir abgefahren wären, ob uns dann was passiert wäre. Wir werden es anscheinend nicht mehr bei mir zumindest gerade erfahren. Vielleicht weiß der eine oder andere von euch, was die Alternative gewesen wäre, würde mich mal wieder interessieren. Was hättet ihr entschieden? Was hättet ihr bei dem Typen entschieden, der als Fremder da ins Lager kommt? Und was hättet ihr entschieden mit der Stephanie? Wärt ihr abgehauen? Oder wärt ihr auch dann doch schon ein bisschen abgebrühter und hättet gesagt, gut, für die Sicherheit des Angehörigen auch, den man noch beschützen muss, nehme ich auch in Kauf, dann jemanden zu erschießen und werd halt eine abgekühlte Sau, die, ja, sich im Prinzip nur um die Gruppe und sich selbst schert. Ist sehr schwer zu sagen. Wenn es ums Überleben geht, ist alles schwer. Von daher sehen wir uns im nächsten Part. Und wie gesagt, vergesst nicht zu wählen. Wir haben noch Vince, Wade und Bonnie. Oder Wyatt, könnte ja auch ausgesprochen werden. Die wir wählen können, schreibt es mir in die Kommentare oder auch auf meine Facebook-Seite. Alles in Ordnung, ich werde das zur Kenntnis nehmen.
und mich darüber freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen.